herzlich willkommen zum Thema DIVI-Intensivregister. Den Vortrag halte ich nicht nur für mich alleine, sondern auch für Herrn Steffen Weber-Carstens, mit dem ich in den letzten Monaten online mehr Zeit verbracht habe als mit meiner Familie. Und das sind meine Conflicts of Interest, die, glaube ich, keine große Rolle spielen für den Vortrag. Und ich möchte einmal damit beginnen, bevor wir so zu den wesentlichen Fragen kommen, die sich auch in den letzten Monaten angehäuft haben, über das DIVI-Intensivregister, was eigentlich dahinter steckt. Und das ist eine sehr enge Kooperation zwischen der DIVI als medizinischer Fachgesellschaft, dem Robert-Koch-Institut als oberster Gesundheitsbehörde in Deutschland und auch wenn es vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund tritt, aber natürlich auch unserem Gesundheitsministerium auf Bundesebene, dem wir extrem dankbar sind. Ohne die wären wir nie an diese Stelle gekommen, dass wir das Register hätten so aufbauen können in der Pandemie. Es stecken unheimlich viele Menschen hinter diesem Register, die tagtäglich daran arbeiten, bis spät in die Nacht hinein. Und ich möchte vor allen Dingen herausheben, Herrn Linus Graben-Henrich und Frau Martina Fischer vom RKI, die da extrem viel Arbeit investiert haben. Und natürlich auf unserer Seite auch Steffen, Volker Pavu, Uwe Janssens, Gernot Marx, Mario Meng und. Und es sind auch viele mehr, die daran beteiligt sind, damit das System auch wirklich, wirklich deutschlandweit sichtbar ist und die Informationen gibt, die wir jeden Tag sehen. Was ist unsere primäre Zielsetzung? Und darauf möchte ich einmal zurückgehen. Wo kommt es her und was wollen wir eigentlich? Und was uns ganz wichtig ist von Fachgesellschaftsseite aus, ist, dass das ein Register ist und auch immer so bleibt, das von Klinikern kommt und für Kliniker entwickelt worden ist. Und damit ist es auch essentiell, dass das Ganze eine öffentliche Sichtbarkeit hat und nicht in irgendwelchen abgeschlossenen Räumen stattfindet. Und wir wollen darstellen, die Kapazitäten in der Intensivmedizin, es ist zwar aus der Covid-Pandemie heraus entwickelt worden im Erwachsenenbereich, aber es ist genauso gut auch für den Kinderbereich da. Und da wird es in der Zukunft, glaube ich, im Rahmen des Pflegemangels noch eine viel, viel größere Rolle spielen. Und was Steffen und mir ganz besonders wichtig ist, dass wir immer das einzelne Krankenhaus oder gar einzelne Patienten schützen müssen. Das heißt, man wird im öffentlichen Bereich niemals Daten sehen, die zurückschließen lassen auf einen einzelnen Covid-Patienten in einem einzelnen Krankenhaus. Was uns auch wichtig ist, wir haben schon in der ersten H1N1-Welle 2009, 2010 damit angefangen, über das ADS-Netzwerk, was aus der Sektion Respiratorisches Versagen der DIVI vorgegangen ist, ein Register zu entwickeln. Wir hatten dann nochmal die schwere Influenza-Welle im Winter 2018. Da haben wir das Ganze nochmal erweitert, dass man deutschlandweit sehen kann, wo sind ECMO-Kapazitäten. Das wurde damals auch relativ viel genutzt in dieser Situation. Und da sind die Wurzeln des jetzigen DIVI-Intensivregisters. Und ich möchte das mal hier mit diesem Baum so darstellen, dass die Wurzeln auch wirklich in der Sektion Respiratorisches Versagen liegen und natürlich bei den vielen Kollegen, die über die vielen Jahre hinweg von Michael Quintel über viele andere hinweg daran teilgehabt haben, dass da das Ganze angefangen hat. Der Stamm dieses Baums ist die Basisarbeit, die tagtäglich stattfindet zwischen dem Robert-Koch-Institut und der DIVI. Und worauf es jetzt ankommt, glaube ich, in den nächsten Monaten, ist, wie entwickeln wir das weiter, wenn es dann im Frühjahr irgendwie dazu kommt, dass dieser Baum dann weiter aussprießt. Was haben wir geschafft in den letzten Monaten? Wir haben es erstmalig geschafft, öffentlich eine Erfassung der gesamten intensivmedizinischen Kapazität in Deutschland darzustellen und das auch visuell abzubilden. Das gab es bis dato nicht. Es gab immer Hochrechnungen vom Statistischen Bundesamt, wo es ungefähr war. Die Spitzenverbände in der Medizin hatten natürlich auch ihre eigenen Berechnungen, aber eine Darstellung in der öffentlichen Art und Weise gab es bisher nicht. Und was mir, wie gesagt, nochmal ganz besonders wichtig ist, ist, dass es eine medizinische Fachgesellschaft ist, die das Ganze macht und kein politischer Player, die wir alle ja über die letzten Jahre hinweg alle sehr gut kennen. Die Grundsätze unserer Fachgesellschaft sind für das DIVI-Intensivregister, dass wir Transparenz schaffen wollen. Das ist das wirklich Entscheidende, weil wichtig ist, dass das nicht nur ein paar Leute sehen, sondern ganz wichtig ist, dass das jeder sieht, der mit den Patienten beschäftigt ist. Und deswegen steht Transparenz an oberster Stelle. Genauso wichtig ist Steffen und mir aber auch, dass wir vollkommen unabhängig von kommerziellen Interessen sind. Ja, damit ist es für das DIVI-Intensivregister ganz wichtig. Wir wollen es in den nächsten
Monaten auch so weit ausbauen, dass man das Ganze wissenschaftlich wirklich gut nutzen kann. Und auch das soll einen gewissen Open Access Ansatz haben. Und Steffen und mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es für uns eine rein ehrenamtliche Tätigkeit ist und so, dass wir da nicht irgendein kommerzielles Interesse dran hätten an dem Divi-Intensivregister. Warum ist Transparenz so wichtig? Ich möchte das nur mal zeigen. Sie alle kämpfen im Moment damit, mit Pflegepersonalausfällen, Land auf, Land ab. Und nachts um 3 ist es so, da kämpft der Patient mit der Pflegekraft und dem Arzt in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation. Und ich glaube, wir sollten unseren Blick vor allen Dingen auf diese 3 Player im Gesundheitswesen richten. Das sind die an der Endstrecke, die dann nachts alleine da stehen und die dann mit dem Patienten umgehen müssen. Und die müssen wissen, was kann ich tun, wenn meine Kapazitäten ausgelastet sind, wo kann ich einen Patienten hinverlegen und so weiter. Und ich glaube, das ist unser entscheidender Punkt in der Steuerung der Pandemie. Und deswegen ist die Transparenz so wichtig, damit das auch wirklich jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit sieht. Wir sehen das einmal auf der linken Seite mit einer Karte. Das sind jetzt hier, Sie kennen das mittlerweile aus dem Divi-Intensivregister mit den Karten. Das ist die Darstellung jetzt hier von ein paar Tagen, wo man sieht, wie viele Patienten wo liegen. Sie wissen, dass in Sachsen ein Hotspot ist. Sie wissen, dass Berlin ein Hotspot ist. Nordrhein-Westfalen ist ein Hotspot. Und damit hat man schon einmal einen Überblick darüber, was in Deutschland passiert. Was uns auch wichtig ist, wir haben das diese Woche online gestellt. Es gibt Prognosemodelle für die Covid-Erkrankungen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Wettervorhersage. Gucken Sie bitte viele Quellen an bei diesen Prognosemodellen. Es gibt unzählige mittlerweile national und international. Wir zeigen jetzt hier einmal eins, das entwickelt worden ist von der RWTH Aachen, wo man sieht, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Sie können das einsehen auf der Webseite der Divi. Und man sieht, und das ist vielleicht mal eine gute Nachricht, zumindest für die nächsten 2 bis 3 Wochen, dass wir eher in so ein Steady State hineingeraten. Das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so große Angst haben, dass wir jetzt noch weiter mit Patienten überflutet werden. Das Modell wird von Andreas Schuppert gemacht aus Aachen, dem ich an der Stelle auch nochmal wirklich ganz herzlich danken möchte. Was fragen wir ab und warum tun wir das? Wir haben eingeführt, dass wir eine gewisse Versorgungsqualität pro Intensivbettplatz abfragen, damit wir auch wissen, ob wir die Patienten da vollumfänglich versorgen können. Wir fragen ab, ob es belegte Betten gibt und vor allen Dingen auch, ob es freie betreibbare Betten gibt, ob sie eine Einschränkung in der Versorgung haben. Das ist ganz wichtig, insbesondere jetzt, wo das Pflegepersonal immer knapper wird. Natürlich den Covid-19-Status und dann diese Besonderheit mit der Notfallreserve innerhalb von 7 Tagen. Wir haben viel Diskussionen darüber gehabt, wie man meldet und ob es dazu Sanktionen gibt. Und ich möchte Ihnen einmal hier die erste Meldeverordnung vom 8. April zeigen, vom Bundesministerium, das alle verpflichtet hat, jeden Tag die Daten ans Divi-Intensivregister zu melden. Wer sollte melden? In unseren Augen sollte es ganz klar der Intensivmediziner sein, weil es derjenige ist, der auch wirklich den Realtime-Überblick über seine Station hat. Und deswegen sollte er das selbst oder eine von ihm beauftragte Person machen. Wir raten eher davon ab, dass es aus der Verwaltung gesteuert wird, wenn man nicht wirklich einen Realtime-Überblick über seine Patienten hat, sondern es ist wirklich essentiell, dass die Intensivmediziner sagen, was bei ihnen vor Ort los ist. Wir haben ganz viele Fragen dazu gekriegt, ob es eine Sanktionierung gibt mit Fehlmeldungen. Stand jetzt kann ich sagen, es gab am Anfang in der Meldeverordnung eine Sanktionierung, die ist aber ausgelaufen zum 30.09., sodass wir Stand heute keine Sanktionierung haben vom Gesundheitsministerium. Ich darf aber auch sagen, dass die Ministerium sehr genau hinschauen, wie das Meldeverhalten im Divi-Intensivregister ist im Moment. Was haben wir gesehen? Mal ein Ergebnis. Wir wissen mittlerweile, dass wir 1.288 meldende Standorte in Deutschland haben mit über 1.600 Meldebereichen. Wir wissen mittlerweile auch, dass wir 213 Intensivstationen in Deutschland haben, die ECMO anbieten. Das heißt, das sind die Daten gewesen, die im Frühjahr diesen Jahres so stark in der Presse waren. Und mit denen haben wir das erste Mal gesehen, was in Deutschland auch wirklich los ist. Sie wissen, dass wir jeden Tag fragen oder wissen wollen, wie Ihre Kapazitäten sind. Und wir haben dazu ein Ampelsystem eingeführt in Rot, Gelb und Grün. Ich glaube, über Grün, über diese freien Kapazitäten muss man nicht diskutieren. Das kann jeder Intensivmediziner gut einschätzen.
Was für uns aber so extrem wertvoll ist, ist diese Unterscheidung in Rot und Gelb, weil nur Sie wissen auch ganz genau, was bei Ihnen im Haus los ist, was in der Notaufnahme los ist, was postoperativ auf Ihre Intensivstation kommt. Und auch wenn diese Einschätzung in Rot und in Gelb zum gewissen Grad subjektiv ist, ist sie, glaube ich, doch so das Beste, was man hat in Deutschland, weil derjenige, der die Station koordiniert, glaube ich, auch somit das beste Gefühl hat, was so in seiner Region passiert, was in seinem Krankenhaus passiert. Und deswegen ist es wirklich für uns elementar zu sehen, ob wir irgendwo in einem gelben oder gar roten Bereich sind. Ich zeige hier einmal einen Trend in diesen Kapazitätsmeldungen und Sie sehen, das ist jetzt hier auch schon ein paar Tage alt, aber Sie sehen, dass wir hier in den Sommermonaten nach dem Lockdown und nachdem die Zahlen so stark runtergegangen sind, nur ganz wenige Intensivstationen haben, die irgendwie eine begrenzte Aufnahmekapazität hatten. Und Sie sehen auch, dass wir dann hier mit dem Anstieg der zweiten Welle etwas zeitverzögert auf der Intensivstation doch zunehmende Schwierigkeiten hatten, die Patienten gut zu versorgen. Ich möchte ganz explizit nochmal eingehen auf diese Versorgungsqualität, die wir pro Bettplatz abfragen. Und wir haben lange darüber diskutiert und das sicherlich auch nochmal am Anfang der Pandemie verändern müssen. Aber wir haben zwei ganz grundsätzliche Behandlungsqualitäten oder Versorgungsqualitäten für die Patienten. Das eine ist ein Behandlungsplatz, was es erlaubt, den Patienten zumindest nicht invasiv zu beatmen oder eine High-Flow-Sauerstofftherapie zu machen. Und viele unserer jetzigen Patienten in der zweiten Welle liegen auf solchen Bettplätzen und kommen damit zurecht. Man kann auf diesem Low-Care-Behandlungsplatz auch tracheotomierte Patienten im Wenigen behandeln. Aber was den Low-Care-Behandlungsplatz von einem High-Care-Behandlungsplatz unterscheidet, ist, dass eine invasive Beatmung im Rahmen der direkten Akutversorgung der Patienten nicht möglich ist. Das heißt, Patient kommt über die Notaufnahme, hat eine Intubationsindikation. Das ist etwas, was Sie an dieser Versorgungsqualität mit so einem Bettplatz nicht abbilden können. Das kann man nur mit einem High-Care-Bettplatz. Und das bedeutet, Sie brauchen für den High-Care-Bettplatz keine Dialyse, keine ECMO oder sonst was, aber Sie müssen einen Patienten invasiv beatmen können. Das muss rund um die Uhr sichergestellt sein und es muss im Rahmen der Akutversorgung die Intubation und die invasive Beatmung möglich sein. Das ist der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Bettenkategorien. Was wir noch zusätzlich abfragen, ist die ECMO-Behandlungsfähigkeit. Da haben die Zahlen ja jetzt in den letzten Wochen doch deutlich zugenommen. Auch das unterscheiden wir im Moment, aber das ist sicherlich eine Besonderheit, die wir in der ersten Welle bei ungefähr 5-8% der Patienten brauchten, also für die Gesamtversorgung der Bevölkerung nicht wirklich relevant ist. Was ist ein freies Bett oder was ist ein freies betreibbares Bett? Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen, das ist ein Bettplatz, für den ich Technik habe, aber für diesen Bettplatz brauche ich in der Situation auch Personal. Das heißt, der Patient mit Covid-19 kommt in die Notaufnahme, ist schwer respiratorisch insuffizient, dann muss ich den akut versorgen können. Und das kann ich nur dann, wenn ich auch Pflegepersonal und ärztliches Personal am Bett stehen habe. Deswegen dürfen wir Sie hier nochmal bitten, dass Sie ein freies Bett nur dann als freies Bett melden, wenn Sie auch wirklich Personal zur Verfügung haben, und zwar zum Zeitpunkt der Meldung. Wenn ein Bett bereits verplant ist, weil da gab es so ein paar Unsicherheiten bei einigen Kollegen, wenn Sie schon wissen, naja, in einer Stunde, in zwei Stunden kommt mein Patient postoperativ auf die Intensivstation oder er kommt aus der Notaufnahme, dann melden Sie das Bett bitte nicht um 11.50 Uhr als frei, wenn Sie wissen, dass es um 12.20 Uhr belegt ist, sondern dann ist auch das bereits ein vergebenes Bett. Und bitte nur die Betten als frei melden, die dann auch wirklich so frei sind, dass Sie die noch nicht verplant haben. Was ist eine Besonderheit in Deutschland? Und das ist, glaube ich, das, was uns in dieser zweiten Welle, wenn sie noch mal stärker werden sollte nach den Weihnachtstagen, da wissen wir ja nicht, wo die Reise hingehen wird, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir in Deutschland eine Reserve haben, die kein anderes Land in Europa zur Verfügung hat. Und wir haben abgefragt, was können Sie leisten innerhalb von 7 Tagen an Technik und Personal, um noch weitere Intensivbetten zu schaffen. Und da haben uns die Kliniken gesagt, sie haben insgesamt fast 12.000 Betten zur Verfügung. Es ist natürlich klar, dass das erhebliche Einschränkungen in der Versorgung eines Krankenhauses mit sich bringt, weil sie natürlich das Personal abziehen müssen aus anderen Bereichen. Technik, da ist sich viel drum gekümmert worden im Rahmen der ersten Welle, steht, glaube ich, breitflächig in Deutschland gut zur Verfügung. Aber das Personal muss natürlich umgeschichtet werden aus anderen Bereichen, was zu einer erheblichen Versorgungseinschränkungen dann für andere Erkrankungen führt. Deswegen hoffe ich, dass wir diese 7 Tage Intensivreserve in Deutschland nicht brauchen, aber sie wäre unser Joker, um auch wirklich alle Patienten zu versorgen.
Was kann man aus den Daten nicht ableiten? Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil wir das ja auch nochmal getrennt analysiert haben, zusammen mit der AOK. Wir können nichts über die Intensivsterblichkeit an Covid-19 aussagen. Wir fragen einmal am Tag ab, was mit den Patienten ist, aber wir haben keine longitudinale Verfolgung dieser Patienten. Das heißt, alles, was wir angeben und was man hinterher daraus eventuell kalkulieren könnte an Sterblichkeit, entspricht nicht dem, was der Patient wirklich an Sterblichkeit hat. Das haben wir insbesondere im Vergleich zu den AOK-Daten gesehen. Es gab dann relativ frühzeitig ein Reporting und Sie können das runterladen auf den Webseiten als PDF-Dokument. Da sehen wir jeden Tag, was mit den Patienten ist, wie viel wir insgesamt in Behandlung haben. Und diese 4000 Patienten sind auch wirklich viel. Wir sehen auch jeden Tag, wie viel dazukommen und wie viel Abgänge wir insgesamt haben. Und wenn Sie das jetzt hier mal vergleichen, ich finde das insbesondere hier sehr schön, an der Trendreihe der Intensivregisterdaten zu sehen, dass wir jetzt in der zweiten Welle höher sind als an der ersten Welle. Man sieht aber schon mit bloßem Auge, dass das Ganze hier nicht mehr exponentiell ist, sondern deutlich linearer verläuft. Und wir sehen auch, dass die freien Betten, die jeden Tag gemeldet werden, immer weniger werden in Deutschland. Darüber hinaus sehen Sie, und Sie können mit der Maus da drüber fahren, wie die Situation in einzelnen Bundesländern oder immer auf Kreisebene oder auf Stadtebene ist. Ich habe jetzt hier Köln mal rausgegriffen mit über 20% Covid-Anteil auf der Intensivstation. Das halte ich schon für relativ viel. Wir sehen hier für Nordrhein-Westfalen auch die Belastung. Wir sehen für Berlin die Belastung insgesamt. Wir sehen aber auch, dass es immer noch einen gewissen Anteil freier Betten gibt. In der Presse wird immer sehr viel darüber gesprochen, naja, wir haben in Deutschland 4.000, 5.000 freie Betten. Sie können das auch einsehen in der Ländertabelle. An der Stelle sage ich immer, wir müssen schon ein bisschen differenzierter hingucken und Sie alle wissen das aus Ihrem Klinikalltag heraus. Sie können das mittlerweile auswählen hier, wenn Sie sich einloggen ins DIVI-Intensivregister, dass wir unterscheiden zwischen den verschiedenen Versorgungsstufen, die wir haben, zwischen den Maximalversorgungen, Schwerpunktversorgern auf der einen Seite, den Grund- und Regelversorgern oder Fachklinik auf der anderen Seite. Und insbesondere können Sie auch die Erwachsenen von den Kindern trennen. Covid-19 ist zum Glück keine Kindererkrankung. Wir hatten unter den 10.000 Patienten, die wir mit der AOK analysiert haben, gerade mal 7 Kinder, die auf der Intensivstation gelandet sind und 144 Kinder im Krankenhaus. Davon war ein Drittel alleine schon nach Geburt, die sich da wahrscheinlich infiziert hatten, ohne dass es irgendwie einen schweren Verlauf gab. Sodass für die Covid-Pandemie jetzt die Kinder keine überragende Rolle spielen und wir jetzt auch wirklich gucken sollten, was passiert im Erwachsenenbereich. Und wenn man dann mal differenziert hinguckt, auf Bundesländer wie Hamburg, da stehen noch 21 Betten zur Verfügung, Bremen 8, da war zwischendurch überhaupt kein Bett mehr frei bei einer Maximalversorgung oder ein oder zwei Betten im Laufe der letzten Wochen, dann sieht das Bild deutlich anders aus, als wenn man jeden Tag in der Presse hört, wir haben 4.000 oder 5.000 freie Betten. Hier sieht man auch nochmal, dass der Großteil der Patienten in Deutschland von Nicht-Covid-Fällen belegt wird. Und das sollten wir auch nicht vergessen. Auch die oder gerade die haben natürlich ein Versorgungsanrecht, diese Patienten. Und das macht im Moment immer noch 85% der Intensivmedizin in Deutschland aus. Und die Patienten sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Aber auch da ist natürlich auch das Intensivregister sehr hilfreich, um zu sehen, wo noch freie Kapazitäten sind. Wir hatten dann auch immer wieder die Frage, wen wir als Covid-19 melden sollten. Und wir würden Sie nochmal darum bitten, dass wir nur die Patienten melden, die auch wirklich einen positiven Nachweis haben, egal ob man einer PCR oder einem Schnelltest. In der Situation, weil der Schnelltest dann, wenn er positiv ist, schon eine sehr hohe Sensitivität hat. Wir würden auch darum bitten, dass Sie bitte die Patienten melden, die vielleicht rein zufällig einen Covid-Nachweis haben, Beispiel Oberschenkel-Halsfraktur, betagte Patientin kommt auf die Intensivstation und hat einen positiven Covid-Abstrich. Auch diese Patientin braucht eine Isolation. Wir wissen mittlerweile aus den Studien, dass sie ein deutlich erhöhtes Risiko für einen postoperativen, komplizierten Verlauf hat. Sodass wir auch darum bitten würden, diese, ich würde schätzen, etwa 10% der Patienten, die nicht primär mit der Covid-Erkrankung auf die Intensivstation kommen, trotzdem als Covid zu melden. Wir sehen hier jetzt zusätzlich nochmal diese Notfallreserve. Und hier die an der Stelle, da sieht man auch, dass die Kliniken über die Zeit hinweg gleich melden. Wir sehen hier aber auch, dass die freien Betten jetzt in den letzten Wochen immer weniger geworden sind. Und ich hoffe, dass wir hier uns niemals annähern werden, sondern dass wir immer so ein bisschen ein Gap da drin behalten, damit wir auch alle Patienten in Deutschland wirklich gut versorgen können.
Ein Wort zu Ivena. Sie kennen das. Es ist in vielen Bundesländern etabliert. Das ist ein extrem gutes Programm für den Rettungsdienst, um Kapazitäten abzufragen. Bei uns in Nordrhein-Westfalen heißt das IGNRW. Ich halte beide, das Divi-Intensivregister und Ivena, für zwei sehr gute Produkte. Sie haben nur bisher eine unterschiedliche Zielsetzung gehabt. Ich würde aber denken, dass es gut wäre, wenn wir zeitnah an einer gemeinsamen Schnittstelle zur Datenübertragung arbeiten. Das ist auch schon lange in Planung, darf ich sagen, damit wir als Intensivmediziner auch wirklich nur einmal pro Tag eingeben müssen und insbesondere damit wir keine Diskrepanzen haben. Wir haben uns einmal diese Woche angeguckt, wie es hier in Nordrhein-Westfalen aussieht, und da war ich extrem froh. Am gestrigen Tag war es so, dass die Daten im Divi-Intensivregister und Ivena auf Bundeslandebene komplett identisch waren von der Zahl der freien Betten, sodass ich glaube, dass wir da zweimal das Gleiche gemeldet haben, was gut ist, aber es wäre, glaube ich, besser, wenn wir eine automatisierte Datenübertragung zwischen den beiden Systemen haben. Was kommt als nächstes? Viele Kollegen haben angefragt, dass sie darstellen möchten, ob sie überhaupt noch Isolationsmöglichkeit haben. Das ist sicherlich gerade bei Covid, aber auch bei den anderen Erkrankungen natürlich relevant. Wir müssen unbedingt eine Einteilung vornehmen zwischen den invasiv beatmeten, nicht invasiv beatmeten Highflow-Sauerstofftherapie, weil der prozentuale Anteil pro Tag der Patienten mit Covid-19 auf der Intensivstation mit invasiver Beatmung ist in der zweiten Welle doch deutlich geringer ist als in der ersten Welle. Auch wenn wir das nicht Patienten individuell nachverfolgen können, aber wir können zumindest sagen, als Tagesprävalenz ist es niedriger als in der ersten Welle. Was für mich ein Hinweis darauf ist, dass deutlich mehr nicht-invasive Beatmung eingesetzt wird, und das müssen wir abfragen. Wir sind lange dabei und es gibt aus vielen, vielen Richtungen, nicht nur von den Nephrologen, die eindringliche Bitte, dass wir die Möglichkeiten zur Dialyse abfragen. Auch das werden wir tun. Und wir sind dabei, eine Geschäftsordnung aufzustellen, die auch die wissenschaftliche Nutzung des Divi-Intensivregisters darstellt. Wofür könnte man das Register noch verwenden? Und mir ist das ganz wichtig, das einmal zu zeigen, dass wir solche Zahlen, die jeden Tag öffentlich sind, in den nächsten Wochen und Monaten auch oder insbesondere zur Kapazitätssteuerung einsetzen sollten. Berlin ist wirklich vorbildlich in Deutschland. Ich würde fast sagen, das krasse Gegenteil vom Flughafen ist das, was die Kollegen da an der Charité und mit dem Senat in Berlin und mit den vielen Krankenhäusern gemacht haben. Das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie gut man Kapazitäten in Deutschland steuern kann, indem man die Patienten oder die Kliniken in verschiedene Level einteilt, wo man auch sieht, wie viel Therapie kann da gemacht werden. Man hat über das Divi-Intensivregister jederzeit die Möglichkeit zu sehen, wo freie Kapazitäten sind. Und so könnten wir die Patienten steuern in Deutschland. Das ist etwas, was ich auch für das Divi-Intensivregister als eine der großen Chancen sehe, auch für alle anderen Bundesländer, insbesondere Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Mein abschließendes Plädoyer: Ich glaube, dass Covid-19 in den kommenden Monaten vorbei sein wird oder wir nur noch vereinzelte Patienten sehen. Aber wir werden in der kommenden Dekade, glaube ich, mit erheblichen Ressourceneinschränkungen zu kämpfen haben in der Intensivmedizin. Das wird geprägt sein vom Personalmangel. Dafür braucht man, glaube ich, kein Prophet zu sein. Und ich glaube, deswegen ist das Divi-Intensivregister so besonders wichtig, nicht nur jetzt in der Pandemie, sondern es wird zu einem zentralen Element werden, wenn wir wirklich in die Situation kommen, dass wir zu wenig Ressourcen haben in Deutschland, weil es ein Monitoring-System ist und weil es halt auch die Möglichkeit bietet einer Patientenallokation. Und ich glaube auch, dass es im 21. Jahrhundert möglich sein sollte, diese Daten aus den Kliniken automatisiert auszuleiten. Dazu brauchen wir jetzt nicht irre viele Patientendaten, aber es könnte zumindest ein Schritt sein, dass wir zumindest sehen, wann kommt ein Patient auf die Intensivstation, wann wird er wieder entlassen, ist er Covid-positiv, ja, nein. Also mit wenigen Kernparametern könnte uns allen auf der Intensivstation die Arbeit entlastet werden. Abschließend nochmal mein und Steffens ganz besonderer Dank für die vielen fleißigen Mitarbeiter des Teams aus dem Robert-Koch-Institut und der Divi. Und vor allen Dingen möchte ich mich an der Stelle nochmal ganz besonders bei Jens Spahn bedanken, der uns zu jeder Zeit wirklich großartig unterstützt hat. Und damit stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, Herr Karagiannidis, ganz herzlichen Dank für den exzellenten Vortrag und für die vor allen Dingen, ehrlich gesagt, auch nochmal für die wirklich tolle Arbeit. Ich glaube, das ist für die deutsche Intensivmedizin und für die Divi insbesondere auch so ein großer Schritt in der Entwicklung und eine
eine Arbeit, die nicht nur uns jetzt hilft, jeden Tag die Covid-19-Patienten besser zu behandeln, sondern eben auch das große Pfund und Asset für die weitere Entwicklung in der Intensivmedizin ist. Ich glaube, wir haben gemeinsam noch sehr viel vor und freuen uns auch, dass wir vom BMG hier Signale bekommen, dass das auch von dem BMG so gesehen wird. Und ich glaube, wir werden dieses Register noch wirklich zu einem ganz, ganz exzellenten Instrument für die zukünftige Entwicklung auch noch in der Intensivmedizin entwickeln. Darauf freue ich mich sehr, mit Ihnen das gemeinsam zu tun. Wir haben eine Frage aus dem Chat, die würde ich gerne mal vorlesen. Wird ein Patient nach Covid-Infektion noch beatmet oder intensivpflichtig, aber wieder negativ getestet und endisoliert als Covid-Fall gemeldet? Ja, ich möchte die Frage mal medizinisch beantworten. Diese Patienten, die Covid haben, selbst wenn sie im Laufe der Zeit negativ werden, haben trotzdem ein unglaublich hohes Risiko, einen schweren Verlauf zu nehmen. Sie kennen das alle, das sind wochenlange Verläufe und deswegen lassen Sie diesen Patienten bitte als Covid-Fall im System drin. Wir haben, da darf ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, jetzt seit gestern auf der RKI-Webseite nochmal neue Endisolationskriterien zu den Patienten in der Intensivmedizin. Da wird jetzt die quantitative PCR eingefügt und wir kommen weg von den eher etwas instabileren CT-Werten. Sie dürfen dann, wenn bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sind und dazu gehört, dass der Patient natürlich symptomatisch war, dass eine gewisse Zeit vergangen ist, und wenn dann im Abstrich die PCR mit der Viruslast unter 10 hoch 6 ist, dann können Sie die Patienten entisolieren. Das ist seit gestern auch nochmal geändert auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts. Und deswegen für den Klinikalltag Endisolation ja, fürs DIVI-Intensivregister bitte weiter als Covid-Fall drin lassen. Vielen Dank für die klare Antwort. Und ich möchte Sie nochmal alle ermutigen, den Chat auch zu verwenden, den Referenten Fragen zu stellen, selbst wenn wir jetzt im Gespräch aus Grund von Zeitgründen diese nicht beantworten können, werden die Referenten sich schriftlich an Sie wenden und Ihre Fragen dann beantworten. Herr Karyanidis, wir können noch sehr schön weiter diskutieren. Leider ist die Zeit um. Nochmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag und für Ihre exzellente Arbeit. Wirklich toll.